In dieser Zeit fällt eben auch hinein, was ich Ihnen schon erklärte. Ich wohnte am Bahnhof. Die Ankunft der Juden aus ganz Deutschland nach der Ermordung des Gesandtschaftsattachés vom Rat in Paris. Und das ist an sich die tiefste Erinnerung, die ich aus dieser Zeit habe. Denn ich sagte Ihnen schon, die Leute kamen an, sauber, ordentlich, statt vornehm gekleidet, bis zu dem Menschen, dem Bürger, dem man ansah, dass er nicht so bemittelt war. Und als sie in diese Zahlung an das Deutsche Reich aufgebracht hatte, die dem jüdischen Volk auferlegt war, da wurden sie wieder aus dem Buchenwald, sie wurden nicht hoch wurden sie gefahren, aber runter mussten sie laufen. Und herunter kamen sie alle als Menschen, denen man ansah, was sie durchgemacht hatten da oben auf dem Ettersberg.